Was? Wir sind zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. So, hallo Pferd. Ich könnte dich mal. Wo bist du denn jetzt hier gelandet? Okay, hallo. Ja, hallo. Hör mal raus, bitte. Dankeschön. Genau, wir sind bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Okay, da hinten ist anscheinend ein Schatzdings. Dreck, Fick, Dings, Bombs, Fick hier, Dings. Da tauchen wir mal schnell hin. Ja, ich heiße euch recht herzlich willkommen bei einer weiteren Folge, ne? Also, wir nähern uns langsam auf die 100. Und ich finde das auch nicht schlimm. Und ich hoffe, dass ich bis Folge 100 alle Nebenmissionen abgearbeitet habe. Ja. Ja. Verpiss dich. Okay. Altar des Harpy. Meine Güte. Ey, ich erschrecke mich über jede mögliche Scheiße, wirklich. Was ist denn hier passiert? Ist irgendwas ausgelaufen? Mach dir mal keine Sorgen hier. Triere im oberen Nil. Zeno, was hast du hübsche zu sagen? Nichts anscheinend. Gut. Nö. Ach, ich lasse ihn noch ein bisschen fahren. Weil wir müssen ja eh hier hin. Vielleicht legen die auch da an. Wer das ist da? Hi. Stirb, du Wurm. Alter, auf dich zu bewegen. Ist das hier ein kleines Lager oder was darf ich mir hier drunter vorstellen? Allerdings, kleines Lager. So. Tja, jetzt war ich hier. Nice. Auf zum nächsten Schatz.
Hier ist sogar noch eine. Oh, eine ungeschändete Ptolemäus-Statue. Auweia. Ein ungeschändeter. Oh Gott. Komm, Dicker. Okay, der hat gesessen. Cool. Nice. Der rennt. Der gerade aufs Pferd gestiegen ist. Nice. Der nächste, der aufs Pferd gestiegen ist. Nice. Der nächste, der aufs Pferd. Nee, noch. Nee, doch hier, der hier. Nice. Der hier. Alter, hör auf damit! Jalla, 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 jalla. Hör auf mit der Scheiße, Junge. Wer schießt denn hier? Jalla, 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 jalla. Türkenlager hier, ey. Von da hinten schießt du. Soll ich mal schießen? Alter, du Stück Scheiße. Jalla, jalla. Das ist das, was ich immer in Kreuzberg höre. Oh. Hey, das war gemein. Ja und? So, was ist das hier für ein kleines Ding? Das ist ja mehr als winzig. Kein Wunder, dass ihr überfallen werdet. Yalla, 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 Entschuldigung. Ey, kann, ey, wie viele kommen denn hier noch? Alter. Nimm doch das Schild hoch, Bayek. Meine Güte. Das war fast tot. Stirb. Endlich. Meine Fresse. Jalla, 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 jalla. Wird hier wirklich noch zum Türken? Hast du was gegen Türken? Nö. Ich mach einen guten Döner. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, Bayek? Bayek! Ja! Was hab ich denn jetzt gemacht? Immer Gott, war noch schnell einen Schatz mitnehmen. Jalla, jalla. Meine Fresse. So. Die geständete Ptolemäus. Die haben wir jetzt vergessen. Ah, toll. Wir haben hier noch so viele Fragezeichen. Sind wir nicht fertig?
Frage ist, wie haben wir denn insgesamt noch? Also wirklich nicht mehr viele eigentlich. Wir haben auch nicht mehr viele Festungen. Oh, naja, gut, wir haben hier zwei, drei Sternenfestungen nebeneinander. Hier unten ist aber alles erledigt. Hier das Elefantendings ist erledigt. Das hier, Krokodilopolis, ist alles erledigt. Hier ist auch alles. Also, wir haben schon sehr, sehr gut aufgeräumt. Hier ist noch eine Drei-Sterne- und Ein-Sterne-Festung. Hier ist noch ein Fragezeichen. Da ist noch ein Fra Okay. Also, hier im See. Was ist das hier für ein See? Wie heißt der See? Gibt es hier einen Namen? Jan Jöhmann, hast du einen Namen? Nein? Ist das Fanos? Oh, ey. Ich habe irgendwie gar keine Lust mehr. Das ist irgendwie nur Fragezeichen am Klimpern. Johnny Miller 47 hat ein Foto gemacht. Schön. Weil hier haben wir noch ein Fragezeichen. Da müssen wir jetzt wieder aufs Meer. Und dann müssen wir wieder hier rüber. Und dann müssen wir noch die Ptolemäus-Statue hier mitnehmen. Und dann müssen wir die hier mitnehmen. Und dann müssen wir das Fragezeichen mitnehmen. Und dann wären wir fast durch, weil hier haben wir noch ein Krokodil außenposten. Dann haben wir hier noch was. 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 Oh. Und davon soll ich jetzt noch 30 Minuten vollquetschen. Ey, Leute. Leute, 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 Leute. Na gut, ich mache jetzt mal hier hin. Aber mach da auf den Rückweg. Was macht mein Pferd denn da? Hast du da mit denen gebumst? Wirklich. Gesundheit. Wo müssen wir hin? Warte mal. Hier die Straße rückwärts. Und dann kümmern wir uns um die Ptolemäus-Statue. Nur da! Halt! Nein! Man muss sich auch mal gegen Befehle widersetzen. Ist aber auch irgendwann auch langweilig, wisst ihr? Wow. Wo ist denn diese Statue? Ach, da fährt weiter noch den Weg geradeaus. Wir haben ihn geschändet. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da rüber. Okay, gehen wir erstmal hier hin. Und dann gucken wir mal, ob da ein flacher Überweg ist. Ich hoffe. Hallo. Ich passe schon extra darauf auf, dass ich keine Zivilisten hier umrenne und so, ne? Aber naja. Bakechmeno. Guck mal, da ist eine Pyramide. Okay. Sehr nice. Ah, nee. Anders. Ah, was ist denn hier alles los? Mausoleum der Krähen. Entschuldigung. Ich habe wieder eine Mission mit der Maus. Ja, die machen ja auch Spaß, die Missionen. Es ist ja nicht so, es ist bloß manchmal nervend, so, wenn wir ein oder so viermal oder so irgendwie retten, weil ich übertreibe jetzt, aber wenn wir ein irgendwie viermal oder so retten müssen, also ist halt irgendwann auch langweilig. Mit den Kindern, ja, das war halt. Ich habe halt meine Meinung gegenüber Kindern und die ist halt ein bisschen asozial, tut mir leid. Wir müssten eigentlich. Ey, wie wollen wir eigentlich alle 7 Steinkreise hinkriegen? Also wirklich jetzt mal. Wie wollen wir alle 7 Steinkreise hinkriegen? Also die uns noch fehlen. Wir haben ja 6 oder 7, haben wir gesagt, fehlen noch. Nein, ich bin nicht da. Ich habe Besseres zu tun. Ah, das war knapp. Huh, huh, huh. So, was haben wir hier? Geierbau. Ruin. Kleine Festung. Verlorenes Dorf. So verloren sieht es ja gar nicht aus, muss ich sagen. Hey, ich bin nicht in eurem Sperrgebiet. Haltet die Fresse.
So. Ach ja, das war die Pyramide, stimmt ja. Da müssen wir auch nochmal hin. Schauen wir vielleicht nicht in dieser Folge unbedingt, aber... Wo sind alle Steinkreiszeichen? Wir müssen ja alle hinkriegen. Und dann zur großen Sphinx zurück. Ich kann mir vorstellen, dass wenn hier der goldene Eingang ist, wir auch hier unten das endlich gelöst kriegen hier. Weil bei der Sphinx war, glaube ich, kein Eingang. Genau, machen wir mal hier runter. Dann machen wir zum Krokodilbau und dann fahren wir vielleicht nochmal hier rüber. Wenn wir nicht vorher durch Memphis nochmal kurz durchgehen. Hier hinten ist alles erledigt. Super. Und dann haben wir noch ein paar 3-Sterne-Festung. Was ist denn? Willst du auch noch einen haben? Gut, hier bitte. Willst du auch noch einen haben? Hier bitte. Meine Güte. Oh, diese Gierigen. Hey, komm, der kleine Absatz hier. Oh, Versteck im erschöpften Stein. Oh. Ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass hier nur eine 2-Sterne-Festung ist. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ach, schwer bewacht. Gibt Schlimmeres. Okay, unten ist schon mal ein Schatz. Der wird kaum bewacht. Wir müssen auf jeden Fall noch mal ein irgendwie... Ich glaube, Senus Wahrnehmung ist noch nicht ganz voll. Da fehlt uns noch ein einziger Aussichtspunkt irgendwie. Was ist jetzt das da? Das interessiert mich doch nicht. So. Wo ist der Schatz? Bin ich vorbeigelaufen? Da hinten. Wie kommen wir denn da hin? Hier ist nur wieder der Ausgang. What the fuck? Wie kommen wir zu dem Schatz da hinten? Oder zählt er gar nicht zu den Schätzen? Ich glaube schon. Komisch. Gibt es vielleicht einen zweiten Eingang? Wisst ihr, dass es hier irgendwo vielleicht noch einen Eingang gibt? Kann ja sein. Siehst du, ich muss noch einen Anruf tätigen. Irgendwie nicht. Also, ich meine jetzt vom Schatz her, doch, ich muss den Anruf tätigen, das ist wichtig. Wie wir zu dem Schatz kommen, keine Ahnung, kann ich gerade gar nicht sagen. Vielleicht irgendwas übersehen? Hier hinten glaube ich nicht. Müssen wir nochmal in den Eingang rein. Du hättest nicht. Hanachu. Soll ich erstmal den erledigen? Was hat er gesagt? Es wäre unehrenhaft, mich zu töten? Oder ich habe es nur missverstanden, keine Ahnung. Hi! Alter, was? Du kleiner Wichser! Hier, guck mal! Habe ich auch was für dich? Tschüss!
geht hier nur rein. Und dann hier weiter runter. Nein, Mann. Schade. Das ist wieder so ein Schatz, der irgendwie ganz scheiße versteckt ist wahrscheinlich. Irgendwie jetzt wahrscheinlich hier oben oder so, keine Ahnung. Ach Mann, das ist doch alles scheiße, ey, wirklich. Mann, das ist... Ach, oder hier? Na ja gut, schlau. Da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Hätte ich mich jetzt nicht umgedreht, wäre ich nicht drauf gekommen. Kunststoffkristall. Bin ich Doppel-Y? Nö. Das kann ich wieder... Ah, X, Doppel-Y, okay. Okay, hier können wir einfach. Achso, hier geht's noch gar nicht raus, oder was? Entschuldigung. So. Jetzt aber weiter im Versteck, im versteckt im erschöpften Steinbruch weiter plündern. Wir müssen nämlich noch einen Hauptmann, oder? Warte mal. Ja, nee, einen Kommandanten müssen wir töten. Stimmt, der Hauptmann, den haben wir gerade hier vorne erledigt. Den müssen wir aber noch finden, ne? Ah ne, der ist da vorne. Okay, Entschuldigung, hab ich nur schon gesagt. Du kannst nicht fliehen! Du fliehst doch! Entschuldigung. Was? Wieso stirbt er nicht? Hä? Denn nicht? Jo, ja. Muss ich nur umbringen. Ja, sag ich ja. Ey, ich hab drei Pfeile auf dich geschossen, du Wichser. Wieder mal verklickt. So. Ich will doch gar nicht fliehen. Wo bist denn du? Na gut. Dann haben wir hier noch eine Ein-Sterne-Dings. Hier, mein Witz zu der Pyramide. Das hast du nochmal gesagt. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge schaffen. Natürlich habe ich das mal gesagt. Hier hatte ich zu den Fragezeichen hatte ich auch immer gesagt, aber ich hab's immer wieder vergessen, tut mir leid. Bin halt auch nur ein Mensch. Hey, was? Hey! Ich töte dich! Hat er jetzt nicht gemacht? Also, bin ein bisschen enttäuscht. Noch mal ein paar Feinde aufwühlen lassen. Du musst ja nicht alle töten. So. Oh. Direkt gegen den Baum gelatscht erstmal. Titten? Tatsache. Sowas erkenne ich doch. Ach, hell, Aru. Wow.
So, das war schon. Was? Hey, ich hab dich doch gerade erschossen. Willst du mich verarschen? Arschloch. Also manchmal nimmt der irgendwie, nimmt Ubisoft die Pfeile heute nicht mehr wirklich an, ne? So, da rein, Jungs. So, dann haben wir hier noch einen Krokodilbaum. Okay, da haben wir den Schatz und das Königskrokodil. Na schön. Das war's schon einfach. Mann, was soll ich denn machen? Ja, wir müssen jetzt nicht jedes Krokodil töten. Das ist genauso wie mit jedem Gegner. Müssen wir auch nicht töten. So, es wäre cool, wenn hier irgendwo am Strand ein Boot wäre. Was wir uns schnappen könnten. Ey, wie viele Boote wir einfach schon gestohlen haben, ne? Unnormal. Pferde ist ja, glaube ich, noch ein halb... Also, das hätte ich sogar noch am Rahmen, aber... Wow. Boote? Mehr. Und jetzt noch eins mehr. So. Dann haben wir fast... Also, ich kann mir vorstellen, dass nur noch 10 Fragezeichen oder so übrig sind. Also, dass wir in der nächsten Folge einfach sagen, komm, wir gehen jetzt in die Pyramide. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, meine Güte, ey. Verpiss dich, Junge. So, hier haben wir anscheinend ein Doppellager. Der ist mir zu doof, da kann ich auch schwimmen, da bin ich auch schneller. Arschlöcher. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse, habe ich gesagt. Die Schiffe verrosten auch langsam hier. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ankerplatz. Vorsichtig. Hm. Ja doch. Hm. Könnten wir, glaube ich. Da blieb ein Problem. Oder? Bist du behindert, Junge? Das sind Löwen, die greifen nicht an. Ich will mich mal um die kümmern. Halt die Fresse. Wer wird gewinnen? Wer hat noch mal eins Leben? Okay, du hast kaum was. Du hast auch kaum was. Bin gespannt. Plünder schon mal, ne? Ganz entspannt. Okay, der Löwe hat anscheinend gewonnen. Verloren. Gut, machen wir für dich was ganz Besonderes, ne? Deine Zeit ist rum. Guck mal hier, für dein kleines Leben habe ich noch was übrig. Sehr geil. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge zu dem Fragezeichen. Plündern die Pyramide. Und vielleicht geht es auch da runter. Wenn nicht, muss ich da nochmal gucken, irgendwie im Internet oder so. Dann geht es zurück nach Memphis. Papyrus, Papyrus, Schatz, Schatz. Und dann haben wir eigentlich hier alles fertig. Dann würde ich gerne
3-Sterne-Festung machen. Die beiden. Vielleicht packen wir sogar in eine Folge rein. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Dann haben wir aber auch alles. Hier haben wir noch eine 3-Sterne-Festung. Hier haben wir noch einen 1-Stern. Hier haben wir noch 2 Fragezeichen. Hier hinten haben wir, glaube ich, alles erledigt, ne? Auch in Siva und so. Warte mal, ich muss mal... Find mal den Übergang hier. Ich, genau. Jetzt sehe ich nichts. Wir müssen noch ein so ein Ding finden, glaube ich, ne? Für Sinuswahrnehmung. Eins fehlt uns noch. Ein einziges. Ein einziges fehlt uns noch. Gibt es aber auch viele, ne? Da muss ich echt einen Überblick haben. Hier sehe ich noch ein Fragezeichen. Da sehe ich noch ein Papyrus. Hier, nee, ach nee, hier ist auch nur ein Schatz. Hier sehe ich noch ein Fragezeichen. Sinuswahrnehmung. Ey, die hätte ich gern schon auf Max, ne? Also, es war immer nur prozentual. Ach, hier vielleicht. Hier könnte noch eins sein. Nee, obwohl. Nee, Dinger werden uns auch immer vorgeschlagen, oder? Ja. Wir müssen auf jeden Fall dann noch in die Wüste. Hier haben wir auch noch ein Fragezeichen, glaube ich. Oh, hier könnte ein Steinkreis sein und hier könnte noch irgendwas anderes sein. Hier haben wir auch noch eine kleine Festung. Ja, naja, vielleicht ist der letzte in der Depression hier. Ich werde jetzt entweder... Ja, ich glaube, ich höre auf. Ich glaube, ich lege mich dann auch langsam ins Bett oder lade noch nebenbei die Folgen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession oder in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiede ich mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder was auch immer. Schönes Wochenende oder ähnliches. Grüßt mir eure Oma. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ne, jetzt war wieder der falsche Knopf. Scheiße. Tschüss.